So, jetzt habe ich es mal richtig gemacht hier für SimCity. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das immer gemacht habe. Und zwar Micropolis, genau. Indem ich jetzt direkt einfach meine Map angebe. Home, Topics und dann. Ja, kann ich euch mal ganz kurz meine anderen Let's Plays zeigen. Also ich habe einmal noch hier My Town angefangen. My City. Da habe ich schon ein bisschen mehr rumgespielt, merkt man schon. Da habe ich schon Stadion, Flughafen, alles und überhaupt. Und ja, man merkt. Da habe ich aber auch ein bisschen gecheatet. Also, erkläre ich gleich. Es ist in dem Sinne kein Cheaten, aber es ist quasi unfaires Spielen. Und dann habe ich noch ein bisschen kleiner angefangen. My Town. Und so auf den Stadion wollen wir jetzt auch erstmal hinaus. So, und wir machen genau eine Party, quasi genau das gleiche, nur halt jetzt mit dem Let's Play. Das da. So, jetzt brauchen wir auch praktisch immer nur noch einfach hier auf Metropolis und dann auf Safe gehen. Dann aber praktisch, oha, Alter, das ist immer gleich so schnell, ist. Ist ja behindert. So, das war gerade mein Fuß am Schrank. Holzschrecke klingt immer geil. Klingt immer so, als wäre sie nicht pupsen würde. Naja, mehr oder weniger. Keine Ahnung. Ja. Aha. Aha. Okay. Da waren wir. Genau. So, Feuer ist mittlerweile weg. Wir können also wieder bebauen. Nanu? Road. Ach, wo war ich denn gerade drauf? So, und da kommt das wieder hin. Badam. So, jetzt kurz müssen wir mal gucken, ob sich hier langsam das Commercial ein bisschen erholt. Aha, er ist schon jetzt im normalen Bereich, hat also bald dürfte es dann wieder im grünen, im Plusbereich sein. Und dann wieder hochgehen. Also dann dürfte das hier anfangen, sich zu bebauen. So. Wir setzen aber am besten hier noch mal ein bisschen was ran. Ein paar Meter ein bisschen größer. Wir haben ja noch ein bisschen Money. Diese Geräusche einfach. Ja, und wichtig ist auch, Polizeigebäude, Feuerwehrgebäude und die Straßen kosten Unterhalt. Heißt also, je mehr Straßen gebaut, umso mehr Geld müsst ihr bezahlen. Aha, siehst du, jetzt wurde das hier auch aktualisiert. 2580 Leute wohnen derzeit drin. Gut, das ist deaktiviert, sehr schön. Wir haben bereits... Ich wollte gerade sagen, sie kommen nicht. Okay, so, und jetzt können wir hier zum Beispiel gucken. Aha, wir haben... So viel haben wir eingenommen. Das haben wir bezahlt für die Feuerwehr. Ne, hier kann man es gucken, genau. So viel haben wir bezahlt für die Feuerwehr. Wir haben keine Feuerwehr, also haben wir nichts bezahlt. Hier für die Polizei. Wir haben nichts bezahlt, also haben wir auch keine. Wir haben keine Polizei, also haben wir nichts bezahlt. Und dann haben wir unten praktisch unsere Steuer. Die ist. Ja, die muss man immer, wenn man das Ding startet, leider wieder zurücksetzen. Das ist schon scheiße. Ich hatte es mal auf 9. Egal. So, und hier hat man praktisch das, was man hierdurch eingenommen hat. Und im Durchschnitt hat man dann praktisch, das muss ich mal überlegen, das hier war das, was man dann tatsächlich eingenommen hat, glaube. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Doch, genau. Also das hier sind praktisch die Einnahmen. Ach so, geht der automatisch raus. Das hier sind praktisch die ganzen Einnahmen. Okay. Also das sind die ganzen Einnahmen. Und dann haben wir hier aber, sehen wir, okay, wir haben durch alleine schon durch die paar Straßen und durch die Gleise. Gleise sind teurer als Straßen. Haben wir bereits 88 Euro Kosten pro Jahr. Und da wir nur 78 eingenommen haben, heißt das also, wir haben insgesamt minus 10 Dollar gemacht. Und da sieht man das halt praktisch hier auch am Ausschlag. Davor hatten wir, also jetzt haben wir 6334. Und wenn wir so weitermachen würden, dann hätten wir im nächsten Jahr nur noch weniger. Dass das Ding automatisch weggeht. Ist ja behindert. So, wir wollen jetzt noch ein bisschen ausbauen. Residential. Da. Ja, ich mache immer so Vierer-Blöcks. Commercial. Commercial brauchen wir jetzt noch gar nicht so viel, aber das Zeug kostet halt nichts, von daher. Ich.
So. War ich ja lieber mal, wenn man das anders sortieren würde. Bulldozer. Warum, die kommen ja alle weg hier? Commercial. Das kommt mir lieber da unten hin. So viel Industrie brauchen wir am Anfang noch gar nicht. Residential. Sondern hier kommen wir lieber noch ein paar Residentials hin. So. Dann kommt die Industrie nämlich noch ganz unten. Heißt also, die hier müssen auch leider weg. Road. So, kommt hier noch hin. Nein. Bulldozer. Straße hin. Dann haben wir hier unten die Einkaufszentren. Industrial. Und hier unten haben wir die Industrie. Perfekt. So, noch alles schön anbinden hier. Oh, ich hab verkackt. Bulldozer. Industrial. Bulldozer. Road. So. Okay. Okay, die ersten haben wieder Strom. Da wird dann also gleich wieder bebaut werden. Ist aber die Uno okay. Achso, ja, weil ich kurz die Häuser abgerissen hatte. Oh! Haha, hier fehlt ja auch noch. Da! Also, jetzt müssen wir alle Strom haben. Am besten machen wir noch eine zweite Verbindung. Das Problem ist, jetzt kostet immer richtig Geld. So, lassen wir erstmal so und dann gehen wir mal auf Slow. Warten wir erstmal hier, bis sich alles wieder ein bisschen beruhigt und bis alles aufbaut. Oha, wenn wir. Eieieiei. So, und hier sehen wir jetzt auch die ganzen Stats. Heißt also, hier kann man jetzt gucken, wie viele finden uns sympathisch? 65. Und wie viele finden uns kacke? 35. Und danach richtet sich dann praktisch hier um dieser Score. Wenn hier oben 100% und hier unten 0% wären, hätten wir einen Score von 1000. Und wenn es genau andersrum wäre, hätten wir einen Score von 0. So, was ich meinte vorhin mit Cheaten ist, jetzt zum Beispiel müssen wir warten, bis wir wieder Geld eingenommen haben. Und deswegen habe ich persönlich, als ich gespielt hatte, hatte ich bei mir erstens die Desasters ausgeschalten und hatte bei der Geschwindigkeit nicht auf Superfast gegangen. Damit hatte ich natürlich, damit ging ein Monat extrem schnell vorbei. Gut, in dem Fall hier würden wir sowieso Schulden machen, aber normalerweise machst du halt Gewinne und wenn du halt auf Superfast gehst, dann hast du halt super schnell Gewinne. Das ist natürlich geil. So, wir hoffen einfach mal, dass jetzt hier bald mal ein bisschen mehr Leute kommen. Aha, geht schon hoch? Ne, Pollution. Scheiße. Unsere Abgase gehen hoch. Wo ist denn hier, Population da. Town! Haha, jetzt haben wir 2000 Einwohner. Das wird auch nicht aktualisiert. Hier wird gar nicht aktualisiert. Scheiße, wo wird denn das aktualisiert? Das ist nur Pollution. Ich muss mal kurz gucken. Ah ne, ist nur Crime, Cashflow und so ganze Scheißgedöns. Na gut, Pollution gibt's ja, Population gibt's ja unter dem Grafen gar nicht. Das war hässlich. Na gut, müssen wir also wirklich hier auf die Anzeigen vertrauen, die natürlich super selten aktualisiert werden. Ja, ansonsten, ja, wir sind jetzt mittlerweile ein Village, sieht man auch hier unten, Kategorie Village. Nee, das ist noch das alte. Wir sind jetzt mittlerweile eine Stadt geworden. Wir waren eine Village. Congratulations, also herzlichen Glückwunsch. Deine Village ist nun zu einer Stadt geworden. Du hast nun 2000 Einwohner, also Zivilisten. Und es gibt verschiedene Stufen. Es gibt einmal halt Village. Ah ja, jetzt haben wir, siehst du, jetzt haben wir die ersten Einnahmen gemacht. Jetzt haben wir halt $80 eingenommen in diesem Jahr. Und wenn ich jetzt halt auf Superfast gehen würde, kann ich mal ganz kurz machen. Da sieht man halt. Es wird halt immer mehr. Und wenn man jetzt noch, ich mach das wieder auf Super Slow, wenn man jetzt halt noch dieses Auto-Budget einschalten würde, dann würde dieses Fenster, was wir gerade immer wieder gesehen haben, nicht kommen. Also das Spiel würde einfach immer ganz schnell durchgehen und wir würden super schnell Geld verdienen.
Und so habe ich halt bei meiner anderen Stadt gecheatet und konnte dementsprechend halt relativ schnell alles aufbauen. Und auch Sachen eingehen, die man sonst normalerweise nicht eingehen sollte. Zum Beispiel habe ich in meiner anderen Stadt halt keine Feuerwehr, kein nichts, kein gar. Wir müssen hier noch eine Feuerwehr bauen, fällt mir gerade ein. Wir hatten halt keine Feuerwehr, kein nichts, kein gar nichts. Halt also, ich hatte da keine Katastrophen. Da kam also auch kein Erdbeben. Von daher Fire Station. brauchen wir hier auf jeden Fall eine Feuerstation. Machen wir mal. Hier so hin? Commercial. Police Station. Machen wir noch mal. Nee, Polizei brauchen wir noch. Polizei brauchen wir noch nicht. Road. Ja, ich weiß, ich brauche Wire. Strom. Rail. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt wirklich noch Geld verdienen, weil jede Feuerwehr und jedes Polizeiapartment kostet jeweils einen Unterhalt, also pro Jahr, $100. Und da wir gerade gesehen haben, wir verdienen gerade mal etwas weniger als $100, heißt das im Klartext, es könnte durchaus sein, dass uns die beide bereits zu teuer wären. Von daher würde ich mal sagen, wir bauen mal hier noch ein bisschen aus. Wir haben aber gerade noch $500, das ist nicht so viel. Ah, vielleicht müssen wir die Polizei wieder, die Feuerwehr wieder ein bisschen absetzen hier. Gucken, Budget. Ah, die ist, ah nee, wir haben Plus. Wow. Das ist aber nice. Achso, ist das auch noch nicht eingerechnet. Das ist natürlich scheiße. Gut, müssen wir mal gucken, wie es wird. Wie viele Einwohner? Ah, gut, okay, wir haben mittlerweile gerade schon Aufschwung bei den Einwohnern. Vielleicht deswegen. Road. Ich mache hier die ganzen Straßen mal ein bisschen. I, Das Problem ist halt, die Straßen kosten mächtig Geld. So, jetzt wird das auch ein bisschen interessanter für die Leute. Und da brauche ich, damit die Feuerwehr auch Zugriff hat. Wenn es jetzt zum Rand kommen sollte, heißt also, die Feuerwehr kann ich relativ gut. Ah, siehst du, schon kommt ja auch hier was. Hier ist auch noch ein bisschen tote Hose, okay. Aber wie gesagt, sobald halt die Erdbeben kommt, ist halt natürlich Feuergefahr. Bitte was? Danke. Cashflow wird mehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ganz wir haben bald Juni. Wir haben noch $200. Das ist natürlich scheiße. Achso, wir haben jetzt noch gerade auf Super Slow. Wir wollten ja auf Slow arbeiten. Weil Super Slow ist halt wirklich zu lang da. Oh, wir haben Juli bereits. Wir können gerade nichts bauen. Ist natürlich schön scheiße. Oh, da ist auch schon ganz schön Verkehr. Town ist fast. Aha, also wir haben fast 7.000 Einwohner mittlerweile. Dann erreichen wir bald die 10.000 Marke. Ab 10.000 gibt es eine Grenze. Wie heißt es denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Also es gibt bei 10.000 noch eine Grenze. Dann die nächste bei 50.000 und bei 100.000. Das weiß ich daher, bei meiner My City Map, die ich am Anfang gezeigt hatte, hatte ich halt die 100.000 Marken schon geknackt gehabt. Ist aber relativ schwer, die zu knacken. Also 50 bis 50.000 geht, wenn man eine große Stadt hat, relativ easy. Aber wir haben hier nur begrenzte Möglichkeiten. Einfach deswegen, weil wir auf einer Insel sind. Und da die 100.000 Marke zu Grenze zu knacken, ist quasi unmöglich. Wobei das auch hier auch eine extrem kleine Insel ist. Halleluja, das ist nicht so klein. Ah, gut, okay, interessant. Okay, wir haben mittlerweile März. Wie zufrieden sind die Leute mit uns? 72% sind für uns. Ja, die Steuern sind zu hoch. 16%. Ganz ehrlich, ich meine, wir haben jetzt 19% Steuern. Ja, da können die sich mit ihren 9% noch ganz gut im Keller halten. Ich meine, das Maximum geht hier gerade nur bis 20. Heißt also, wir könnten nicht mal unsere Steuern könnten wir nur gerade so einstellen. Da merkt man aber schon, wir zahlen zu viel Steuern, weil wenn ich hier nämlich 19% Steuer eingebe, dann zieht alle aus. Dann ist meine Stadt komplett leer. Dann ist Feierabend. Von daher, deswegen, also ich finde hier so das beste Verhältnis ist immer 9%. 14% sagen, ihre Wohnungen sind zu teuer, ihr Schweine. Oh, wobei hier manche schon richtig ausgebaut werden. Interessant.
Oh, selber. Oh, 9000 Leute, 9000 Einwohner. Ah. Hey, wieso kommt das Fenster nicht? Oh, ich habe schon wieder deaktiviert gehabt. Fuck. Haben wir jetzt Geld dazu bekommen? Ja, ne? Wir haben Geld dazu bekommen. Boing. Davor hatten wir weniger. Ja. Okay, seht ihr? Also, wir hätten jetzt 600 Euro bekommen. Dollar. Ja, Dollar, Euro. Ihr müsst einfach damit leben, dass ich oft das mal Euro sage. Kann man ja auch. Ich meine, es ist hier sowieso eine Fantasiewährung, weil ein Grundstück zu sanieren, sodass ich da Wohnungen drauf bauen kann, kostet keine 100 Euro, sondern 100.000 Euro. Also, Kraftwerk, Atomkraftwerk, für 5.000 Euro, das kostet eher 5 Millionen Euro. Deswegen könnt ihr eigentlich getrost Boing. überall noch 3 Nullen ranhängen. Bei allen Preisen, die hier irgendwie wo stehen, könnt ihr getrost, um es realitätsnäher zu halten, praktisch immer noch 3 Nullen ranhängen. Ja, und das heißt, ich hätte 60.000 Euro eingenommen. Aber weil die Feuerwehr 20.000 kostet, heißt das, ich habe nur. Was richtig? Quatsch. Ich hätte 600 eingenommen, aber weil die Feuerwehr 200 kostet, 200 nicht 20, habe ich halt nur knapp 400 bekommen. Und durch die anderen Abzüge dann nochmal so halb 300 ungefähr. Hoffen wir mal, dass es so auf dem Niveau bleibt. Gleich, ey, wow, gleich knacken wir die 100.000 schon. Die 10.000. Nice, es geht doch schneller, als ich dachte. Und damit sind manche Häuser immer noch unbewohnt. Ich mache hier ein bisschen Straße. Ja, City! Yay! Wir haben, deine Stadt ist nun eine volle City. Deine aktuelle Population, ja doch, beträgt 10.000. Mach weiter so. Boing. Okay. Ja, lol. Geht doch langsam hier. 2600 260 mittlerweile. Nice. Nice. Boing. Okay, gut, dann können wir jetzt mal ein bisschen die Straßen hier weiterbauen. Aber dann können wir auch bald an unsere erste Zugverbindung gehen. Rail. Wow. Qualm, aha, wir brauchen Polizei. Sorry. Nein! Gott, das Kleine teuer. Fuck, ey. Oh ja, man merkt, ja, Crime geht hier mächtig hoch. Man kann das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher gestalten. Nur ist es halt für unsere Spielgeschwindigkeit, ist das. Das brauchst du halt wirklich, wenn du hier oben mit sehr hohen Geschwindigkeiten arbeitest. Für uns reicht das mit den 10 Jahren komplett aus. Und da sieht man schon, ah, Crime geht langsam hoch. Ich sollte also bald mal Polizei bauen, nur wir müssen erstmal warten, vielleicht. Ja, Traffic. Ah, ich kann halt die Schienen gerade nicht ausbauen. Ist halt ein bisschen blöd hier. Man merkt ja schon, hier ist ganz schön was los. Auf den Straßen meiner Stadt. Ich meine, wir sind gerade bei 10.000 Leute, aber die Straßen sind halt immer voll, ne? Ist halt so. Ist halt eine Stadt. Ist halt Berlin. Wobei in Berlin sind ein paar Millionen. Und nicht nur ein paar Hunderttausend. So, warum sind eigentlich so viele bei der Feuerwehr? Boing. Gott, wie viele arbeiten da? 200. Boing. Continuous. Ah, Police Polizei. Station. Ach, das ist 500. Fuck it. Fire Station. Ah, die haben insgesamt 1000 Euro gekostet. Deswegen hatte ich so schnell kein Geld mehr. Fuck. Ich habe immer mit denen gerechnet Residential. und die kosten gerade mal halt über Commercial. 100, ne? Industrial. Residential. Ist immer ein bisschen preiswerter. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Ja, Seaport. das hier ist ein Bootsanker. Bootsanker. Da ist ein Bootsanker drauf, das ist aber kein Bootsanker. Nee, das ist ein Anliegeplatz. Hier. Genauso wie das hier halt ein Flughafen Seaport. ist. Ja, der kostet ganz schön viel. Aber auch wie gesagt, da, es gilt halt überall, ihr könnt immer noch getrost drin und ranhängen. Obwohl 10.000 Euro. 10 Millionen Euro ist dann doch schon besser, realistischer. Ja, ich weiß. Wir können aber gerade keine Polizei leisten. Gott, wieder immer höher. Fuck. Residential. Aber wir nehmen dieses Jahr ein bisschen was ein. Sonst sieht's ja echt mau aus. Ich brauche noch mehr Einwohner. Boing. Das ist natürlich scheiße. Na gut, gucken wir mal in den nächsten weiter. Boing. Pause. Speichern. Tada.
Und dann würde ich mal sagen, man sieht uns in der nächsten Folge wieder.